Hallo und herzliches Beileid, meine lieben Freunde. Wir fahren mal wieder hier Trackers Multiplayer auf den Channel Undertaker Gaming. Herzlich willkommen. So, jo, ich würde sagen, ich logge mich erstmal hier ein. Oh, und weil wir natürlich in der Früh fahren, haben wir nicht wirklich viele online, aber das stört uns gar nicht. Wir joinen Simulator 2 mit 355 von 4200 möglichen. Halt aus. Da steht das Lenkrad etwas schief. Wusste gar nicht, dass das geht. Guck mal, hier kannst du mit dem Lenkrad so nebenbei erwähnt. Fehlender Mod festgestellt. What? In zuletzt gespeicherten Spielstand wurde mindestens ein Mod verwendet, der jetzt fehlt oder deaktiviert ist. Kann ich da zurückgehen? Ich gehe jetzt mal hier in den Mod Manager. Mit denen habe ich nicht gerechnet. Es sind da, I don't know. Die sind alle alt oder wie? Ja, ich habe hier so ein fucking Rufzeichen. I don't know why. Das haben wir beim letzten Mal hier schon festgestellt in Trucker Multiplayer. Ja, ich kann eigentlich nur eins machen. Sollen wirklich alle Mods deaktiviert werden? Ja. Was soll ich machen? Weg damit. Dann haben wir keine Mods in Trucker Multiplayer. Aber er meint eh noch immer. Ja, er meint eh noch immer. Okay, also lokaler Mod, meint er, ist Frosty V9.0. Fehlender Abhängigkeit. Dieser Spielstand kann nicht geladen werden, da das Zusatzpaket offizielle Erweiterung, DLC oder Mods abhängig ist. Was passiert, wenn wir jetzt fortfahren sagen? Haben wir dann in kompletten Absturz oder was? Warum segiert mich das Spiel so? Meine Güte. Ich weiß nicht, mit diesem Trucker Multiplayer, ich bin jetzt hier, manchmal bin ich wirklich der Meinung, es ist nicht wirklich eine saubere Lösung. Ganz ehrlich gesagt. Man hat die ärgsten Troubles immer mit den Updates. Nur ich finde nichts Vergleichbares. Es macht halt trotzdem mehr Fun, miteinander so Multiplayer-mäßig unterwegs zu sein. So, Änderungen am Spiel festgestellt zur Vermeidung möglicher Kompatibilitätsprobleme des Spiels. Der Spielstände wurde deshalb alle noch nicht abgeschlossenen Lieferungen abgebrochen ohne Strafzahlung. Haben wir nicht. Sofern nötig wurde deine Zugmaschine auf eine sichere Fläche umgesetzt. Okay. Soll das jetzt dann heißen, wir sind in Wien oder wie? Ich gehe mal hier Weltkarte. Wir sind in Wien. Na, sehr fein. Ja, mit denen habe ich nicht gerechnet. Ich habe mal gedacht, wir sind unten in Korsika, war das? Cagliari. So. Ja. Okay, gut. Kann ich sowieso jetzt nicht ändern. Was ich eingestellt habe, Leute, das ist, wir fahren heute höchstwahrscheinlich mit
Navi-Unterstützung. Das heißt, das Navi wird uns anquatschen. Ich bin neugierig, ob das funktioniert. Ich habe das selbst noch nie ausprobiert. So, wir gehen mal hier auf Konvoi, Schnellreise, Radio, bla 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 bla, Auftragsangebot hier und schauen mal einen schnellen Auftrag. Nein, das verdiene Geld mit eigenen Zugmaschinen. So, und wenn ich da jetzt dann reingehe, siehst du, das meine ich. Wir haben hier komplett andere Aufträge. Towerkran. Da geht es auch fett um Kohle, meine Herrschaften. Das sind hier auch von Trucker Multiplayer die Aufträge. Die Sache ist halt, ich hätte gerne einen Auftrag aus Wien heraus. Da schaut es dann weniger rosig aus. Sag mal, warum, warum sind die aus Wien heraus so... Ich meine, sorry. Okay. Also es wird wahrscheinlich nichts ändern. Das sind lauter so Billigsdorfer-Aufträge. Und wir gehen jetzt nochmal hier ein Auftragsangebot rein. Wählen externe Aufträge. Wählen wieder Wien. Karotten können wir führen um 27.000 Euronen. Das hört sich doch gut an. Nach Kiel. Das wird dann nach Deutschland raufgehen. Durch die Tschechische Republik. Ja, das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. 16 Tonnen Karotten. Ja komm, was überlegen wir da noch? Auftrag ausführen, oder? Na hallo, meine Herren. Lecco mio. Hier ist aber... Es schneit in Wien. Seit wann das denn? So, na okay, gut. Warte mal, hier. Auf geht's. Und da quatscht sie schon los. So. Da müssen wir mal gucken. So, ich brauche da auch den einen oder anderen Screenshot. Das wird uns nicht erspart bleiben, Leute. Das tut mir jetzt echt leid. Aber was soll man machen? Den brauche ich natürlich. Ne? Hier. Feststellbremse gezogen. So, biege nach rechts ab. Na, du bist aber auch nicht die Schnellste, oder? Hier, biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Also wenn uns die alte nervt, ist sie abgeschaltet, ja, ist klar. Aber jetzt hören wir uns das mal an. Ich habe das noch nie so gespielt. Und ich habe eine weibliche Stimme genommen. Aufgrund dessen, da bin ich dann nicht so emotionell geladen. Wer lässt sich von einem Mann? Wer lässt sich bitte von einem Mann gern den Weg ansagen? Kein Mensch, oder? Dann doch lieber von einer Frau. Da kann man dann immer noch drauf sagen, das habe ich doch gewusst. Das wusste ich doch. Danke trotzdem. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab.
Hier endet es. Hier endet es. Hier ist also das Ende, von dem alle reden. So, ich muss jetzt erstmal hier schauen, und zwar am Armaturenbrett, ob ich da nicht irgendwie... Warte mal, kriege ich... Ah ja, das hier ist die Tankanzeige, ne? Das ist ja so klein, so elendig klein, dass einen ganz hier na, schlecht wird. Aber das hier dürfte eine Zapfsäule sein, links oben, wenn ihr das seht beim Lenkrad, ne? Und das würde mich dann doch interessieren, wie viel Schieberit das wir noch haben. So. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit zu gehen. Oh Baby. Oh Baby. Es ist Zeit zu gehen. You have left the non-collision zone. Upsala. So, die Frage ist, bleiben wir da mal kurz stehen. Das ist der Brems. So. Gehen wir da mal raus, bevor wir hier großartig, ne, uns einen... Na, hier, ihr wisst schon. Knickknack. Machen wir da mal zwei fesche Screenshots. Einfach weil wir es können, ne? Okay? Einfach weil wir es können. So, und dann geht's schon los. Ich habe auch dermal scheinbar überhaupt gar nichts eingeblendet, wie ihr seht. Weder auf der rechten Seite den Außenspiegel, ich meine, er ist da, aber den ihr wisst schon. Rechts abbiegen. Und unser Navi und biege dergleichen rechts ab. Habe ich auch nicht am Laufen hier, ne? Ich meine, es ist zwar am Armaturenbrett vorhanden, das ist schon klar, aber das, was ich meine, ist dieses hier unter F3. Hier, so jetzt, ne? Wo man im Prinzip unseren Schlafzustand, unseren Tankzustand und was weiß ich noch alles ablesen kann. Immer geradeaus. Na, na, na. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Machen wir. Nimm diese Ausfahrt. Diese werden wir nehmen, genau. Die ist ja nochmal so schön.
immer geradeaus. Machen wir, Baby. Machen wir. Da fühlt man sich nicht so allein hier im LKW. Ach Leute, das hier ist ja Jubiläum. Das ist die 50. Fahrt bitte für World of Truck. Ich meine nicht, dass ich mir was einbilde bitte drauf. Bitte links halten. Aber erwähnen wird man es doch noch dürfen. Na, hier. Die 50. World of Truck Fahrt ist das. Jawohl, meine Herren. Das haben wir gern. Nimm die Ausfahrt links. Na, da bist du aber auch ein bisschen spät dran, oder? Ich meine, manchmal habe ich das Gefühl, sie macht es absichtlich. Die will doch, dass wir uns hier verfahren, oder? Ich meine, das ist das Navi, das... ich weiß nicht... So wie eine Kompassnadel, die nach Süden zeigt. Die 50. Fahrt für World of Truck. Deswegen habe ich die World of Truck Aufträge genommen. Nur, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wie wenn die World of Truck Aufträge bisschen schlechter bezahlt sind, ne? Habe ich manchmal echt das Gefühl. So, da weiß man auch nicht ganz genau, wo man fahren soll, aber wir machen das... Immer geradeaus. Immer geradeaus, jawohl. Wir machen das nach Gefühl. Hier, Spur und so weiter, ne? So, und dann muss ich mal hier Retourfahren üben. Das mache ich aber tatsächlich offscreen zu peinlich. Wirklich zu peinlich, wenn man das hier in einem Let's Play macht. Aber ich habe ja hier bei meiner Grafikkarte die Möglichkeit, einen Videobeweis quasi zu machen. Ja, und da bin ich dann trotzdem am Überlegen, ob ich nicht beim Retourfahren üben so mit Videobeweis quasi arbeite. Und euch ein Let's Play quasi zusammenschneide. Da bin ich schon am Überlegen. Aber gut, das werden wir dann sehen, überhaupt wie gut das geht mit dem Retour einparken, quasi mit eigenen Anhänger, darum geht es mir. In Landwirtschaftssimulator 17 funktioniert das astrein. Nur im Landwirtschaftssimulator 17, da schaue ich ja auch aus der Ego-Perspektive drauf.
Also nicht aus der Ego-Perspektive drauf, so wollte ich eigentlich formulieren, sondern aus der 3D-Ansicht, Vogelperspektive. So wie sieht Vogel am Himmel, wenn fliegt. Nicht wann Vogel ist auf Boden und geht zu Fuß. Ein bisschen runter hier. Nicht, dass wir da nach Brno reinrauschen. Wie die Hauptfeuerwehr. Es geht nämlich darum, ich liebäugle einen eigenen Auflieger quasi anzukaufen. Und mit einem eigenen Auflieger hier durchs Ländle zu fahren. Und da wäre es natürlich toll, wenn man retour einparken kann. Und quasi den Anhänger zum Beladen retour reinschieben. Hey, Kollege! Das ist ja ganz was Seltenes, ne? Weil ich meine, so viele sind wir hier nicht am Server, aber in Brno, da findet man sich wieder. Na, hier der Kollege. Bitte links halten. Und da ist gleich noch ein Kollege. Na bitte, in Brno, da finden wir uns wieder. Also, wenn ich dran denke, wir sind ja in meiner Jugend nach Brünn gefahren, dass die Hälfte genug gewesen wäre. Nimm die Ausfahrt links. Na, ich bieg gleich links ab. Komm. Komm, ich bieg gleich links ab, schau. Denn in Brünn, meine Freunde, ist ein Rennring und dadurch, dass ja im Prinzip mein Hobby, mein Steckenpferd, die Fotografie ist und das in der Jugendzeit angefangen hat, was sicherlich dazu mal ein eher teures Hobby war, was auch ein bisschen natürlich auch am Anfang im Übrigen von den Eltern quasi mitfinanziert werden hat müssen, dass man hier und da mal einen Film zur Ausarbeitung gibt mit Bilder drauf. Klar, mit was sonst. Weil die Digitalfotografie, mein Gott, die ist ja erst viel, viel, viel später gekommen. Meine Güte, da wenn man damals die erste Digitalkamera war, eine Olympus. Die hat eine Auflösung gehabt, da kannst du nicht mal vernünftig eine Briefmarke drucken. Aber ich war stolz wie Schmidtchen auf diese verfickte Olympus. Ich glaube, die hat geheißen Olympus 1000D. Immer geradeaus. 1000D für digital und 1000 waren die Pixeln. Habt ihr jetzt an den Kollegen hier gesehen? Der ist hier auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, what the fuck, was hat der gemacht hier?
hat so ausgesehen, als hätte der Truck Geschlechtsverkehr mit der Begrenzungsplanke. Da steht wiederum einer. Was ist hier los? Naja, und auf jeden Fall sind wir da nach Brünn gefahren, weil ich war hier in so einer Clique drinnen, kann man fast sagen. Das waren die totale Motorradfreaks. Und die sind immer zum Rennen nach Brünn gefahren. Und zwar Privatrennen, kann man quasi sagen. Ich weiß nicht, wie viele Wochenende ich in Brünn am Rennring einher spaziert bin mit meinem kompletten Foto-Equipment, weil die ganzen Haberer, die wollten natürlich Bilder, wenn sie quasi am Motorrad fahren und so richtig in der Kurve drinnen liegen, mit Knie unten und so, ja. Und komm, da müsst ihr zur Kurve sowieso wandern und dort quasi Stellung beziehen und so weiter und so fort. Da waren wir den ganzen Tag, waren wir am Rennring unterwegs und fotografieren und so weiter und so fort, ja. Das war echt eine coole Zeit. Ich habe das Hobby mit einem Freund quasi betrieben, mit einem Schulfreund, und wir haben echt coole Aufnahmen gemacht, wirklich total coole Aufnahmen. Und dann sind wir hergegangen und haben die quasi vergrößert auf Poster, weil die natürlich, das waren, wie soll ich mich ausdrücken, das waren natürlich Sachen, die hängt man sich gerne auch mal auf, ja. Und die Poster haben wir dann quasi verklopft, natürlich mit Gewinn, weil wir uns bei der Firma, die uns die Poster ausgearbeitet haben, haben uns einen besseren Preis quasi machen lassen oder ausgehandelt, damit wir ein bisschen mehr Gewinnspanne haben. Ja, und so haben wir uns dann quasi das Hobby Fotografie hat sich dann selber quasi finanziert, ne, die Ausarbeitung durch die Marge, was wir gehabt haben. Und durch die Poster, was wir verkauft haben, haben wir im Prinzip uns eine echt fette Fotoausrüstung zusammen kaufen können, die wirklich alle Stückeln gespielt hat. Also zur damaligen Zeit, da wäre ein Berufsfotograf stolz gewesen, wenn er sowas gehabt hätte, was wir zur Verfügung gehabt haben. Das kann man echt sagen. Das war echt eine geile Zeit, also was wir fotografieren, mein lieber Herr Gesangsverein. Und deswegen waren wir natürlich extrem oft im Brünn. Ne? So, und Grenze Nummer 2, oder not, this is not a Grenze Point. This is not Checkpoint Charlie. So, im Rückspiegel sehen wir hier Kollegen Schnürschuh kommen. Der kann es natürlich nicht abwarten. Der muss einfach überholen. Immer geradeaus. Yes, baby. Thank you very much.
links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Was, links halten? Why? Please tell me why. Immer geradeaus. Why I must use the left side right? Also wir fahren da eigentlich am Begrenzungsstreifen, aber issue. Keiner hat's gesehen, bis auf den hinter uns, und der sagt nichts, ist Kumpel. Wir sitzen im selben Boot. Es hat bei uns nicht mal mehr einer einen Fensterplatz. Es ist einfach so, Leute. Gewöhnt euch dran. Praha. So, jetzt sind wir in Prag. Meine Güte, wenn ich dran denke, wie viel ich in diesen in der Tschechei unterwegs war, das war echt irre. Mein Haberer und ich, Fotohaberer, haben natürlich Brieffreundschaften. Ja, Leute, das gab's dazu mal noch. Alter, hier ist aber auch was los, ne? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Machen wir. Zweite Ausfahrt ist notiert. So, na, auf jeden Fall Brieffreundschaft, ne? Nimm diese Ausfahrt. Okay. Danke. Und wir haben uns ausgemacht, wir treffen uns mal mit diese Girls, mit der wir Brieffreundschaft haben und so weiter und so fort. Und machen das auch tatsächlich. Immer geradeaus. Und fahren rauf nach Brünn, treffen uns dort am Bahnhof. Um quasi zu ihnen in die Stadt zu fahren, ne, und die Lady, die hat gesagt, ja, wir müssen hier 500 Kilometer fahren. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Weil man denkt, ich höre nicht richtig. Nimm diese Ausfahrt. Aber das war tatsächlich direkt an der polnischen Grenze. Weil das eine Girl ist, am Grenzposten tatsächlich direkt beschäftigt gewesen. Na, das war eine Fahrt. Dunkel bis zum Es geht nicht mehr. Regenwolken über uns in der Nacht. Ich in einem Gebiet, das ich nicht kenne, großteils ohne Autobahn, na Halleluja, das war echt eine interessante Fahrt dazu mal. So, ich musste jetzt mal hier kurz mal stehen bleiben. So, ich möchte aber glaube ich nicht piepen. Nee, ich piep nicht. So, F5 hätte ich da erstmal gern gesehen. Und zwar Navigationa Specialo. Habe ich da gar nicht den Way to Go drauf? Was ist da los mit euch Burschen und Mädels? Da habe ich gar nicht den Way to Go. Halli, hallo. Mein lieber Herr Gesangsverein, da habe ich gar nicht den Way to Go drauf. So eine... So eine Kacke aber auch.
I don't know why, aber ich habe da tatsächlich nicht den Way to Go drauf. Das gibt's ja gar nicht. Ja, wie auch immer, ich muss jetzt erstmal das machen, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar hier am Mobile Phone habe ich eine kurze Angelegenheit zum Erledigen. Geht gleich weiter, Leute, aber das muss jetzt hier leider Gottes sein. Eine kurze Rast. Und einfach mal ein bisschen Diesel verbrennen. For nothing. So, okay. Na, 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 na. Na, 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 na. Das machen wir jetzt ganz sicher nicht hier. So, okay, pass auf. F3. Zack und bumm. F2. Nee, F2 nicht. 2. So, nein, hier, 1. So. I don't know why I don't have the way to go. So. Dann fahren wir. Ah, jetzt, na hier, danke. Danke, na. Lieber spät als nie. Ich meine, es gibt heute noch Leute, die würden sich freuen, wenn die Titanic anlegt, ne? So, aber dann belassen wir das mal so, dann blenden wir das mal aus. Na, sehr super. Na, sehr super. Da ist jetzt wieder die Kohle raus. Hier 200 Euro minus because too much speed. Fuck. So kann es da passieren. So geht's da dann, ja. Die sind da gnadenlos, wenn du so ein Radarbild bekommst, wo du gut getroffen bist. Wirklich schön drauf, mit dem Arsch aus dem Fenster hier. Dann... Grüß Gott. So, und da haben wir schon die Staatsgrenze und da verlassen wir schon die Tschechische Republik. Und willkommen in Deutschland.
Hoppala! 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 Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Machen wir. Steht bereit. Nee, Ausfahrt rechts. Und nimm einen Schluck Kaffee. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Machen wir. Young Lady. Nimm die Ausfahrt rechts. Young Lady. Young Lady. You are my young lady. Forever. Na, 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 na. Jetzt fängt's aber hier an zu schneien auch noch, ne?
Ist aber echt gut gemacht, wenn man hier die Seitenscheibe anschaut, wie quasi der Schnee ein bisschen drauf haften bleibt und dann so langsam wegschmilzt. Ist echt gut gemacht, kann man nicht klagen. Und wie immer sind wir viel zu schnell, meine Freunde und Freundinnen. Hoppala. Hoppala. Bitte links halten. So, ich sag mal, wir bleiben mal stur und einfach drauf. Ich habe keine Ahnung, wie es mit meinem Schlafbedarf aussieht, weil ich mir die Anzeige nicht einblenden lasse. Doch ich denke, na, schauen wir mal, das werden wir auf uns zukommen lassen. Da muss man neugierig auch sein können. Warum denn nicht? Ich meine, schau, im richtigen Leben fährt man ja auch so lang, bis man dermaßen müde ist, dass man kleine weiße Männchen am Straßenrand sieht. Also kann man hier... Na, du fährst natürlich hier groß mit dem Boot, ne? Also kann man schon mal hier unterwegs sein und warten drauf, dass der Typ anfängt zu gähnen oder so. Das würde dann doch reichen. Das Interessante ist, wie ich das Trucker Multiplayer installiert habe. Da habe ich mir vorher in YouTube hier so ein Video angesehen, wo das quasi erklärt worden ist ein bisschen, ja, wie man das installiert und so viele Leute mit zwei linke Hände. Und was mich mehr interessiert hat, war der CB-Funk. Den muss ich mir nochmal genauer anschauen, den CB-Funk, wie der genau funktioniert.
Das habe ich noch nicht. Ich glaube, es steht nämlich im Moment. Es ist der richtige Kanal, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Funkgerät eingeschalten ist. Ach du Scheiße. Halleluja. Und ihr live dabei, ne? Ich kann es gar nicht leugnen. Ich rausche hier volle Kanne quasi über... Links halten und dann links abbiegen. Über die rote Ampel, das ist mir... Biege nach links ab. Ehrlich gesagt zum ersten Mal passiert. So, ich muss hier kurz mal am Handy nochmal... So, aber jetzt haben wir's. So. Danke, bitte. Und da können wir eigentlich fahren. Ja, und ich habe da Trucker Multiplayer ein Video angesehen. Und der Typ, der hat doch tatsächlich mitgeteilt, dass er sich ein eigenes Account angelegt hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein eigenes Account. Weil... Wow, das war jetzt hier aber auch wieder mal so richtig knapp. Weil er nämlich... nicht sich sein tolles Account zerstören lassen möchte von User, die ihn quasi reinfahren und so weiter und so fort. Also Leute, ich weiß nicht, das ist jetzt dann schon meine x-te Tour in Trucker Multiplayer, aber die sind so zivilisiert, da sind echt, ich meine, da passieren echt so wenige, Mann, ich mach dir was zu Fleiß oder dergleichen, na, überhaupt nicht, ja. Habe ich in einem Simulator-Game noch nie erlebt, dass irgendjemand irgendwen... Links halten und dann links abbiegen. Irgendetwas zu Fleiß machen möchte, habe ich wirklich noch nie erlebt. Biege weder nach links ab. Weder im Landwirtschaftssimulator noch im Flugsimulator und schon gar nicht auch hier. Also ist mir noch nicht untergekommen, dass mir jemand etwas zu Fleiß macht, wirklich. Ich habe hier noch nie einen Crash gehabt. Da habe ich wesentlich mehr Crashes gehabt im Singleplayer mit den fucking No-Player-Charakter. Ganz im Gegenteil, ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich so richtig zusammenreißt und schaut, dass das ein schönes Miteinander eben bitte ist, rechts halten. Wo jeder quasi seinen Beitrag dazu leistet. Natürlich kann immer was passieren, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ein bisschen mit, hallo? I will do my best. Sodala. Na bitte, die Richtung stimmt, sage ich immer. So, ich glaube, da gehören wir nach rechts. Jetzt sagen wir mal in Navi was an. Aber... kein Problem. Ich finde eine neue Route. Aber ist okay. Das Navi meint, hey, pass auf, wir haben uns jetzt hier fix vertan.
Ja, so ist das, Leute. Ich meine, die Frage ist natürlich jetzt dann, wie die neue Route ausschaut, Baby. Come on, sag es uns. Blenden wir uns mal hier über F3. Die Sache 465 Kilometer. Na, das ist noch eine Kante, mein lieber Herr Gesangsverein. Aber gut, ich meine, da müssen wir jetzt durch, oder? Komm. So sportlich muss man sein. So sportlich muss man sein. Bitte links halten. Na bitte, jetzt sag's mal was hier, ne? Ist ja wahrscheinlich total unangenehm gewesen, dass wir jetzt dann hier noch ein paar Liter extra verbraten können. Wenn das so weitergeht, geht die Greta nie wieder in die Schule. Nie wieder. Die bleibt nicht nur Freitag daheim, Donnerstag, Mittwoch, wirklich. Ja. Fertig. Die sperrt sich in den Keller ein und nur mehr noch Homeschooling. Bis zur Pension. Ja, so, wenn wir weiter so am Arsch gehen hier und ewig falsch abbiegen. Das kann ja nicht wahr sein. Ernsthaft jetzt. Na? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Mach mal, Baby. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Aue, 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 aue. Also so wie es aussieht, Leute, sind wir jetzt hier fett einmal im Kreis gefahren. Aber ich möchte nicht sagen, ne? Das lassen wir jetzt dann hier einfach so stehen, ne? Weil das ist doch fix die Ampel, wo wir drüber gerauscht sind, oder? Jetzt dürfen wir, jetzt würden wir stehen bleiben, ne? Okay. So.
Current City Speed Limit 70 Kilometer in die Stunde. So, da werden wir uns ein bisschen runterbremsen, weil... Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. So. Ach ja. Green light, green, green. Links halten und dann links abbiegen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Biege nach links ab. So, das haben wir ja alles schon mal erlebt und alles schon mal gehört. Aber den Berg sind wir auch schon mal anders schnell raufgefahren. Jetzt geht ihm die Puste aus, ne? Jetzt war er nicht mehr. Halten. So, und hier sind wir jetzt dann an der besagten Stelle und hier sind wir rechts gefahren und wir lassen jetzt besser die Faxen und fahren mal geradeaus. So, und ich frage mich gerade, wenn wir auf das Armaturenbrett gucken, da haben wir die Tankanzeige, die jetzt natürlich schon ein bisschen zur Neige gegangen ist, aber darüber haben wir so eine komische Anzeige, das schaut aus wie wenn das der Schlafbedarf wäre. Ich sehe es leider Gottes nicht so gut und ich weiß nicht, wie man sich das heranzoomen kann.
Ich habe das mal gesehen, da hat jemand herangezoomt gehabt. Aber wir merken uns mal hier den Tankbedarf, ja? So, pass mal auf, wir kommen da jetzt an eine Tanke und eine Raste. Ja, an eine Tankraste. Und da biegen wir jetzt mal rechts rein. Einfach, ja, ich sag's mal gerade raus, weil wir's können. Ja, so, hier. Schön zusehen. Neue Route finden. Na komm, Baby, sei nicht so kompliziert. Immer geradeaus. Nein, wir fahren jetzt tanken, bitte. So, und dann werden wir mal schauen, wie der Schibiri drauf wandert. Hier, ne? Neue Route finden, nur wenn wir tanken fahren. Ich meine, wir werden auch schlafen miteinander. So, hier. Erstmal abstellen, Handbremse und rein mit dem Schibirit. So. F3. So. Ich habe gesagt F3. So, und jetzt schauen wir uns das einmal an. Wir haben das Bettchen hier, ist schon ziemlich blau. Und wenn wir uns die Anzeige anschauen, jetzt über der Tankanzeige, die natürlich voll ist jetzt im Moment, dann sehen wir hier einen dunkelgrünen und oben so ein kleines Itzi-Bitzi hellgrün. Ja, so. Und die Frage ist jetzt dann, wenn wir uns dann jetzt dann hier zur Nachtruhe begeben, ob das hellgrüne... Ob der komplette Balken hellgrün ist, denn dann ist es diese Schlafensgen-Anzeige. Ne? So, wir müssen schlafen. Kick it with... If you don't... So, okay. Das ist immer die Sache, weißt du? Das ist immer die Sache, sag ich. Man muss das von außen kontrollieren. Ich habe hier leider Gottes keine... Ich brenne und leuchte für dich. Du holde Maid. Anzeige. Okay, lass uns eine neue Route finden. Komm, lass uns mal eine Runde piepen. Immer geradeaus. Nein, wir... Bitte, ich möchte... Eine Runde piepen. So, ich piep da jetzt eine Runde. Kann auch eine eckige sein. Hauptsache wir piepen. So. Taste E, um den Motor abzustellen. So, Ruhepause, Eingabe. So, Taste E. 2. So, und jetzt dann hier... Das ist doch das richtige Licht. Und das Sergej, der ist auch schon da. Und ich glaube, diese 40, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht die Aufträge sind, die er erledigt hat. Ich bin mir aber, wie gesagt, leider Gottes nicht sicher. Der hat aber auch einen LKW hier, ein Tandemgespann. Oder wie man das nennt, ich sage jetzt Tandemgespann dazu. So, okay. Sergej, los geht's. Da habe ich mich vertan mit dieser Anzeige, mit der wir piepen eine Runde Anzeige. Sergej hat Nachrang. Der hat jetzt extra auf uns gewartet oder wie ist das jetzt mit dem Sergej? Weil der fährt jetzt direkt hinter uns oder ich meine das Piepen, das dauert ja bei jedem gleich lang quasi, kann man sagen. Aber vielleicht macht Sergej ebenfalls ein Let's Play und da ist natürlich immer toll,
wenn man jemand vor einen herfahren hat. In meinem Fall fährt er jetzt dann hinten nach, aber das wird nicht so lange dauern, glaube ich. Und er wird uns überholen. Oder auch nicht. I don't know. Wir werden... We will see. Auf jeden Fall ist es einfach toll, Multiplayer-mäßig zum Spielen. Es ist einfach so. Es ist completely different. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Es ist completely different zu... Nimm die Ausfahrt rechts. No-Player-Charakter. No-Player-Charakter. Also so wie es ausschaut, fährt Serge sicher mit Tempomaten. Das machen wir ja nicht. Wir fahren ohne Tempomat. Obwohl ich mir manchmal denke, es wäre vielleicht nicht das Schlechteste, einen Tempomat zu benutzen. Aber irgendwie gefällt es mir dann trotzdem, ohne Tempomat zu fahren. Macht mir einfach mehr Spaß. Ich weiß auch nicht warum. Meine Fresse, wirklich World of Truck, die 50. Fahrt.
Ja, der fährt fix ohne. Also ohne, sag ich, der fährt fix mit Tempomat, der Serge. Das muss ich mir auch mal anschauen, wie das ganz genau funktioniert mit dem Tempomat. Da muss ich mir eine Taste reservieren. Aber das ist immer so mit den Tasten, wenn man das Spiel dann nicht, ich sag, stetig spielt, dann vergisst man immer die Tasten, also ich zumindest. Und das ist dann ein bisschen mühsam. Natürlich mit einem Notiz. Block oder mit einem Zettel und mit einem Bleistift lässt sich natürlich sehr viel machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich habe ja mittlerweile ein Bitte Buch rechts halten. angelegt, ein richtig schönes, tolles Gamebuch. Da sind die Flugpläne drinnen, die ich dazu mal beim Fly Simulator X geflogen bin. Ich habe gar nicht nachgesehen, ob das jetzt dann bei, ob ich nach diesen Koordinaten auch beim Microsoft Flight Simulator 2020 fliegen könnte. Das muss ich mir echt mal gönnen, aber ich komme im Moment so spartanisch zum Fliegen, dass eigentlich, wie soll ich sagen, zum Himmel stinkt, kann man fast sagen. Ja, genau. Das ist ein guter Flugbegriff. Zum Himmel stinkt. Weil es einfach too much work. So, jetzt kommt der Serge. Jetzt ist in Serge scheißegal. Jetzt überholt er einfach hier. So, und lässt mal hier die Warnblinkanlage auf. Nicht um freundlich zu grüßen oder mit dem Schwanz zu wedeln, schau, was für einen tollen Truck ich habe, sondern um sich zu bedanken. Für das, was wir nicht gemacht haben. Warum lässt es jetzt blinken? Einfach nur, weil er heute Geburtstag hat, ich weiß nicht, oder vielleicht hat die Oma Geburtstag. Serge, das war ja schon immer so ein Spezialist, na, ne, hier. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, und wie gesagt, Nun die Ausfahrt rechts. da muss man jetzt erstmal hier gucken. Demnächst links abbiegen. Ob man die Flugpläne auch in FSX noch verwenden kann, habe ich noch gar nicht ausprobiert, stimmt. Biege nach links ab. Bei der Weltumrundung würde ich auch gern mal ein bisschen weiterfahren. Also weiterfahren, weiterfliegen. Ja, und dann habe ich schlussendlich noch, was steht da noch drin in meinem Gamebuch? Da habe ich die Belegung vom den Gamepanel für Landwirtschaftssimulator 17 vom Logitech Gamepanel, und dann habe ich noch Sternensysteme und Planeten, die besonders interessant sind für dieses Weltraumspiel.
Meine Güte, wie heißt denn das jetzt gar? Jetzt habe ich es gerade noch gehabt. Don't know. Wie heißt das jetzt nochmal? Fällt mir nicht ein. Aber komplett anderer Launcher hat mit Steam... Oh ja, kann man in Steam auch spielen. Aber ich habe ja nicht wirklich ein Abo. Sondern ich gehe da immer nur rein und tue ein bisschen Mining machen. Meinen Charakter kann ich mittlerweile schon nicht mehr aufleveln. Da müsste ich dann irgendwelche Plecks oder so kaufen. Und das möchte ich dann doch nicht tun. Deswegen gehe ich immer nur her und... du ein bisschen was meinen, also Bergbau, irgendwas abbauen und dergleichen, und vielleicht lasse ich dann mal ein paar Sachen kraften und die verkaufe ich dann und so weiter und so fort. Ich habe noch nicht wirklich den tieferen Sinn in dem Spiel gefunden. Vielleicht erschließt es sich mir einmal oder auch nicht, dann ist es einfach nicht mein Game. Ich meine, wenn man nicht mal weiß, wie es heißt. Wenn einer das im Moment nicht einfallen mag. Ja, und gestern habe ich mal wieder, seit langem muss ich sagen, Diablo 2 Redirected gezockt. Demnächst rechts abbiegen. So, dann lässt uns das Serge passieren. Der fährt nämlich weiter, weil ich wüsste nicht, was er da zu machen hat. Der will einfach, dass wir nach vorne kommen. Wollte aber auch nicht stehen bleiben, weil er ja mit dem... Oh ja, bleibt stehen. Serge bleibt stehen. Adieu und goodbye, Serge. Mein treuer Begleiter. Erster Aufenthalt in Kiel, das heißt, wir werden die Stadt natürlich auch aufmachen und entdecken, nachdem wir unseren Anhänger ausgeliefert haben. Links abbiegen. Green light, green, green, green. Oh Mann, es wird wieder mal Zeit, dass ich zu einem Track-Racing fahre hier. Biege nach links ab. Und sich bei dem Track-Racing mit der Greta treffen. Huh? Damit sie mal eine Teile angekommen. Andere Welt kennenlernt. So, Eingabe drücken. Hier, das machen wir. Bestätigen. Das wär's doch mit Greta auf dem Track Racing. Ja? Leute, wär's das oder wär's das nicht? Oder auf so ein Traktor-Pulling. Die hauen ja auch Diesel raus, dass du glaubst, es gibt morgen keinen mehr. Ich meine, so sicher kann man es eh nicht sagen. So. 1170 Kilometer gefahrene Distance. Dauer 1 Stunde 18 Minuten trotz Verfahren. Einmal im Kreis, ihr wisst schon. Verbrauchter Kraftstoff. Wir haben 395,4 Liter besten, reinsten und feinsten Diesel verbraten, vernichtet und durch den Auspuff ausgeschieden. Erledigte World of Truck Aufträge 5-0. Sodala. Das heißt, wir haben den Kontostand von 18.420, was jetzt noch hinzukommt.
Na, hier. Bekommen einen Erfahrungsbonus, because Level 19. Auf Level 20 sind wir gestiegen. Und Bonus für Fernfahrt, Fähigkeitsrang 3, 5, 6, 4. So, meine Herrschaften, macht insgesamt 27062 Euronen, was auf unser Konto draufkommen. Sodala. Und wir dürfen uns hier etwas wünschen. Fernfahrten, sparsame Fahrweise. Das lassen wir jetzt mal hier links liegen. Just-in-Time-Lieferungen, zerbrechliche Fracht. Just-in-Time-Lieferungen. Wir machen mal den ersten Punkt klar hier für Just-in-Time-Lieferungen. Sagen anwenden. Und sagen weiterhin fahren, denn ich möchte natürlich Kiel entdecken. So, come on. Let us see. Welcome in Kiel, ladies and gentlemen, madame, du monsieur, meine sehr verehrten Damen und Herren, boys and girls. So, aber da machen wir jetzt dann hier die F3. So nehme ich hier. So, und zwar biegen wir da jetzt einmal nach links ab. Wir müssen Kiel entdecken. Hat nicht Kiel einen Hafen? Ich meine, Leute, hier eine Werkstatt hat. Kiel hat auf jeden Fall eine Werkstatt. Aber ich glaube, ich meine mich doch hier, also Kiel sollte doch einen Hafen haben. Ne, oder? Hier, was? Hey, da ist doch heimlich wer... Da steht doch wer in der Werkstatt. Jawoll, meine Herren, das haben wir gern. Ah, ich habe mir schon gedacht, das ist Sergio. Der alte Sergio. So, wir haben gesagt, wir lassen uns hier ein Schildchen machen. So. Und zwar, weißt du, gibt es immer bla 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 und. Hier. Ne. Interieur, ist das das hier? Das hier? Hier. Hier. LKW, Beifahrerschild. Das ist das hier. Und zwar, meine... Ach, das geht sie nicht aus. Alter, da geht... Das geht sie nicht aus. Okay, dann nehmen wir Kurzform. So. Okay, Leute. Schauen wir mal, ob wir das Schild jetzt dann auch hier... Nein, nicht F2. Da, weg da. So, hier. Ja, sieht man. Sieht man toll. Also hier, na, quasi mit einem Screenshot der Ewigkeit zugeführt. So, da la. Man muss da immer ein bisschen aufpassen, Leute. Because... Kicking from the server. Do you know what I mean? Kicking. So. Na. Jetzt aber hier. Nach einiger Zeit Inaktivität haut dich nämlich vom Server raus und da bist du bei der Werkstätte natürlich immer gern gesehen. Weil in der Werkstätte kann man echt Zeit verscheißen, Leute. Also das kann ich euch sagen. In aller Ruhe kann ich euch das sogar sagen.
selbst erlebt, selbst gemacht. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? Insgesamt 87.000. So, über den Daumen gebeilt. Quasi. Ja, bitte sagen wir jetzt aber nicht, dass ich hier... Na, Gott sei Dank. So, da fahren wir da wieder mal rein. Mitten in der Nacht Kiel erkunden. Ich frage mich echt, was man in Kiel für Aufträge bekommen kann. Das frage ich mich wirklich. Weil ich denke mir doch bitte in Kiel, ich möchte jetzt nicht lästig sein, aber in Kiel gibt es doch glaube ich einen Hafen, ne? Sogar einen U-Boot-Hafen, Militärstützpunkt. Täusche ich mich da, aber ich glaube, dem ist so. Da muss es doch echt coole Aufträge geben. Vielleicht sogar Öl. Können wir nach Öl bohren? Und dann quasi das ganze Öl ausliefern. Ach, herrje. Hier am Randstein. Was haben wir gar nichts zu suchen? Nichts verloren am Randstein. Was mache ich? So, dann fahren wir jetzt dann hier nach rechts ins Hotel, So, wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang in dieses Hotel? Auf der rechten oder auf der linken Seite? Ich glaube, das ist gar kein Hotel. Das ist schon wiederum diese Hotel-Verarsche. Das ist nämlich hier ein Stützpunkt zum Kaufen. So wie wir es letztes Mal gehabt haben. Ich möchte ein Hotel, wo wir richtig schlafen können und so piepen eine Runde und so weiter. Aber das hier ist quasi ein Stützpunkt. Wir haben doch ein Hotel gesehen. So richtig stand Hotel drauf. Wo war das denn gleich? Hoppala. Ich glaube da vorne und dann links, ne? Man kann es glaube ich schon sehen hier. Warten wir nur mal noch auf grün. So. Der lange Weg in das Hotel. Einmal rund um Kiel. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Plätzchen, wo wir quasi unsere Karre hinstellen können.
So. Können wir so stehen bleiben? Geht das? All this running. So. L für Light. Handbremse. Escape. So, und jetzt schauen wir mal, welche Aufträge könnten wir denn hier einheimsen? Externe Aufträge. Ich möchte mal die schnellen Aufträge anschauen. Na, die möchte ich mir doch nicht anschauen. Ich möchte mir hier diese hier ansehen. Wir könnten einen Mobilkran transportieren, um quasi ein Vermögen. Läuft in 21, irgendwas Stunden ab und mich würde interessieren, why the hell is nothing to see on it? Wie schwer ist das Ding hier, Leute? Außerdem, Alter, ich stehe hier in Kiel. Ich hole mir doch hier nicht den Hänger. Hier bin ich zu Hause. So, also. Was haben wir hier? Kran Tower. Tracker MP Supplies, medizinische Ausrüstung. Diesel, hier hätten wir Dieselöl zum Ausführen, aber um nichts bitte, 9.500 Euro. Bitte, wohin geht das? Naja, okay, gut. Ja, aber komm. Da kannst du mit dem Kanister auch gehen, oder? So, jetzt schauen wir uns mal Auftragsangebot, hier externe Aufträge. So, da. Und die externen Aufträge schauen aus wie folgt. At the moment, Elektronik um 8 Tonnen bitte, das ist ja wirklich was, was sich hier verdammt nochmal anbietet. Um 30 Eier. Eine Klimaanlage, Industriekabeltrommel. Na, hier kommen doch erstmal Aufträge rein, die lustig sind. Was war das hier, Glas oder? Ja, Glasscheiben. Also für mich sieht ein Glastransporter ein bisschen anders aus, aber egal. Ja, das sind jetzt erstmal hier Aufträge. Da freut man sich doch schon auf den Run 51. That's amazing. So, meine lieben Freunde, ich sage danke fürs Zusehen. Bleibt mir treu. Das war eine Fahrt von Wien nach Kiel. Hat echt Fun gemacht, hat echt Spaß gemacht. Tschüss, ciao, baba.